Ich heiße Svetlana Pinova und ich bin eine Co-Gründerin von Lernax. Bevor ich circa vor einem Jahr Lernax mitgegründet habe, habe ich jahrelang auch im Bildungsbereich gearbeitet, auch für die Verlage, aber auch für Agenturen, die im Bildungsbereich aktiv sind und digitale Produkte und auch Printprodukte entwickeln. Genau, was ist eigentlich Lernax? Lernax ist und Lernax wird eine Plattform, die Lernenden und Lehrenden hilft, die freie Lernmaterialien, die online gibt, diese Materialien zu finden, diese Materialien zu kuratieren und auch in den Unterricht zu integrieren. Ich habe ja schon gesagt, also wir haben vor einem Jahr angefangen und sind durch ein sehr spannendes, iteratives Prozess durchgegangen. Klar, wir haben auch also nutzerzentriert gearbeitet, sehr viel vor allem mit Lehrern und Lehrerinnen, um eine Plattform zu entwickeln, eine Vision zu entwickeln, die jetzt gerade in der Beta-Phase ist. Und unsere Zielgruppen, da sind keine digitale Avantgarde, sondern ganz normale Lehrer und Lehrerinnen, die, so haben wir heute auch darüber erfahren, also was für Medienkompetenzen die haben, aber auch was für Sorgen, was für Wünsche die auch haben im Alltag. Also wir haben uns in erstem Schritt uns also darauf konzentriert. Wir haben auch heute schon sehr viele weise Worte und auch zukunftsweisende Worte darüber gehört, wie das Lernen und Lernen im 21. Jahrhundert sein sollte. Und letztendlich, also wenn ich diese Diskussion immer mitverfolge und mitdiskutiere, klar, es geht darum, dieses ganze System Schule, Wissenstransfer vom 20. Jahrhundert, also von diesem industriellen Zeitalter in die Informationszeitalter auch zu übertragen. Und dabei wird auch alles sich ändert oder modifizieren. Ja? Also es werden auch die Rolle der Schule, alle einzelnen Akteure, alle bekommen neue Aufgaben und auch die Bereiche erweitern sich oder verschmelzen auch miteinander. Wir bei Lernax denken, dass, also was uns interessiert und uns begeistert, ist, die neuen Lernmodelle zu unterstützen und auch diese Lernmodelle natürlich mit den Lernmaterialien zu unterstützen, mit denen Lehrer und Lehrerinnen tatsächlich neue Lernkompetenzen, also solche Lernmodelle wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Flipped Classroom, adaptives Lernen etc. Ja, mit welchen Lernmaterialien, wie soll man das auch unterrichten? Und ein traditionelles Modell haben wir ja heute schon also ausführlich auch besprochen. Also das ist das Schulbuchzentriert, das klassische Modell, das wir alle aus unserer Schulzeit auch gut kennen. Und dieses Schulmodell bildet so eine Art Insel, in dem auch verschiedene Angebote, auch digitale Angebote, auch eingebunden werden. Da kann so ein Kreis, das habe ich jetzt natürlich klein gemacht, kann auch größer werden. Man kann auch andere Partner dazu einladen, also von der Partie zu sein. Das ist etwas, was wir alle gut kennen. Was wir bei Lernax sehr interessant finden, ist dieses nicht hierarchische System, das auch World Wide Web, also das Internet mit sich bringt. Und im Prinzip wir denken und wir sehen auch, dass es mehr und mehr sehr spannende kleine Wissensbausteine sich im Internet ansammeln. Und diese tolle kreative Aufgabe von Lehrer oder von einer Lehrer oder einer Lehrerin ist eigentlich, aus diesen kleinen Wissensbausteinen etwas Besonderes zu kreieren, zum Beispiel eine didaktische Einheit. Und dabei möchten wir Lehrer und Lehrerinnen auch unterstützen. Das ist natürlich auch so, dass wenn man schaut, und da haben wir in Interviews und Gesprächen auch vor Ort, zum Beispiel zu Hause auch bei Lehrer und Lehrern, wenn sie sich für ihren Unterricht vorbereiten, haben wir auch gesehen, dass es öfter und öfter setzt man sich am Abend hin, macht Computer auf und möchte etwas Individuelles, etwas, was
bestimmte Bedürfnisse oder Interesse der Schüler in der Klasse oder einzelnen Schüler auch in der Klasse treffen könnte, zusammenstellen. Und man fängt an zu googeln und Materialien zu suchen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es zwei große Probleme gibt, also mit den freien Lernmaterialien aus dem Netz zu arbeiten. Und also Entschuldigung, ich möchte etwas sagen, warum sind diese Lernmaterialien eigentlich gut? Da hat so ein Sebastian Seitz sehr gut dargestellt. Und das möchte ich nochmal wiederholen zum Teil. Die freien Lernmaterialien, diese kleinen Bausteine aus dem Netz, die können aktuelle wissenschaftliche und auch gesellschaftliche Themen direkt ins Klassenzimmer bringen aus dem Internet. Dann sind die entweder total, also voll editierbar oder nur teilweise editierbar, aber immerhin, man kann diese Materialien auch schnell anpassen an die Bedürfnisse und auch an die Situation in der Klasse. Rechtssicherheit, ein sehr wichtiges Thema. Die Lehrer und Lehrerinnen wissen immer noch nicht, wie viel genau darf ich einscannen, darf ich etwas per E-Mail verschicken oder darf ich nur kopieren etc. Also gerade bei den Materialien, die unter Common-Lizenz stehen, gibt es gewisse Rechtssicherheit, also wie und was man mit diesen Materialien machen darf. Und natürlich kostenlos. Das heißt, man kann schnell diese Materialien auch ausprobieren, man kann öfter etwas experimentieren. Das sind die Vorteile. Es gibt aber natürlich auch Nachteile. Und bevor ich zu diesen Nachteilen gehe, möchte ich Ihnen aber zeigen, dass es in Deutschland in den letzten Jahren eine große Zahl an neuen Plattformen entstanden ist, die freie Lernmaterialien für alle, für Lernende und Lehrende zur Verfügung stehen. Wer sind diese Leute? Das sind so ganz unterschiedliche auch Anbieter, angefangen von Museen, Bibliotheken, Archive, die massenhaft ihre Materialien digitalisieren und diese Materialien auch online publizieren. Man kann diese Materialien wunderbar ans Curriculum auch anbinden. Es gibt dann aber Initiativen von Lehrern und Lehrerinnen und von Schülern, und die auch Lernmaterialien entwickeln und diese Lernmaterialien auch online publizieren. Und es gibt dann auch so verschiedene Anbieter. Interessant ist, wenn man diese Materialien alle anschaut, dass da auch ganz verschiedene didaktische Konzepte und auch verschiedene Medien auch zum Einsatz kommen. So dass mehr und mehr Lehrer und Lehrerinnen diese Materialien tatsächlich im Unterricht nutzen, zum Beispiel mit dem Smartboard oder fürs Unterricht vorbereiten. Und jetzt kann ich endlich über die Probleme sprechen, also die wir bei Lennox so ja, also wirklich zentral finden. Also im Ersten, was nicht einfach ist, ist tatsächlich diese freie, offene Lernmaterialien zu finden online. An was liegt das? Ganz einfach, also diese Qualitätskriterien von Google, die sind anderes als Qualitätskriterien, mit denen ein Lehrer oder Lehrerin etwas sucht. Und dann ist das jetzt, wird das sehr zeitaufwendig. Also wenn man jetzt mit Google Top 10 Ranking sich nur so eine Liste anschaut, das heißt, dass der Lehrer in dieser Situation muss jedes dieser einzelnen Klick machen, in eine andere, also in ein Archiv, eine Bibliothek reingehen und erstmal überprüfen, ist das etwas für mich oder nicht? Und dann auch sich mit dem ganzen System auch auseinandersetzen. Also das heißt, wenn man so erst, weiß ich nicht, zum Beispiel maximal 10 Klicks gemacht hat, also 10 Plattformen sich angeschaut hat, möchte man auch nicht weiter suchen. Oft sind die Lehrer und Lehrerinnen auch dadurch also sehr frustriert und sagen, hey, ich hätte schneller jetzt dasselbe machen können und machen das tatsächlich. Machen sehr viele eigene Materialien. Zweites Problem ist diese verschiedenen kleinen Bausteine in verschiedenen Medien miteinander zu verbinden. Das ist so diese Vielfalt
Man hat ein Video, man hat Sound, man findet interessante, interaktive Übungen, aber wie verbinde ich alle zusammen? Ja? Wie kann ich daraus kleine oder große didaktische Einheit kreieren und diese didaktische Einheit auch von zu Hause mit in die Schule nehmen? Ohne dass ich ein IT-Experte bin. Also das ist das, was wir immer wieder so als Feedback auch in den Interviews bekommen, in den Gesprächen bekommen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und das ist etwas, was viele davon abhaltet, auch die auch freie Lernmaterialien aus dem Internet zu nutzen. Genau, das ist das, also diese zwei Probleme. Wie finden wir Materialien und wie kann ich diese Materialien miteinander verknüpfen? Das sind so zwei Themen, die wir uns bei Lennox für die Beta-Version vorgenommen haben. Dass wir gesagt haben, wir möchten uns auf diese zwei Fragen, also diese zwei Probleme konzentrieren. Genau, und das ist jetzt, was ich mitgebracht habe, ist so aus der Beta, aus der Prototyp. Unsere ersten Gedanken dazu, wie können wir finden und entdecken, sammeln und organisieren, so auch also teilen und zusammenarbeiten. Also das sind so die drei Schritte, die aus unserer Sicht helfen werden, freie Lernmaterialien in die Schulen zu bringen und in den an Unterricht anzubinden. Und ich zeige Ihnen gerne also kurz die Screenshots dazu. Genau, was Sie hier sehen, ist so eine erste so Eingang von Lennox und unser Ansatz ist zu sagen, also, dass wir also durch Filtersystem gehen und gleichen. Wie bitte? Ja. Dass wir auf die visuelle Suche gehen, Schwerpunkt auf visuelle Suche legen, dass wir gleich zeigen, diese Materialien gibt es, dass man so gleich Gefühl dafür bekommt, was gibt es hier, in diesem Fall geht es um Fach Englisch, dass wir verschiedene Medien auch in den Vordergrund stellen und auch die Quellen, woher diese Materialien kommen, also wer sind die Autoren von diesen Materialien, auch ganz nach vorne legen. Ganz wichtig ist, dass die alle didaktisch verschlagwortet sind. Das heißt, dass die Suche nicht nach Google-Kriterien, sondern tatsächlich nach didaktischen Kompetenzen auch aufgebaut ist. Oh, mit Telekom verbinden? Okay. Das möchten wir nicht, danke. Genau. Und dann jetzt die Vorhang zu, Vorhang auf, sind wir gleich gelandet in einem angemeldeten Bereich und hier gibt es eine Möglichkeit, wie im Prinzip, also vergleiche das immer wieder mit einem, wenn man ein Fotoalbum erstellt, auf die Schnelle vor Weihnachten, dass man mit Drag und Drop einfach die Materialien zusammenstellen kann und auch Aufgaben zusammenstellt. Was hier ganz interessant ist, dass wir verschiedene Medien auch leicht miteinander anbinden können. Und dann können wir diese Lernkollektionen teilen. Entweder mit Schülern auch oder auch mit den Kollegen. Also was ist unsere, jetzt habe ich gesehen, also ich muss mich beeilen, Wissenstransfer im 21. Jahrhundert, was denken wir, was es ist? Wir denken, dass es sich einiges verändern wird, also Wissen in neuen Zusammenhängen zu Wissen in die neue Zusammenhänge zusammenzubringen. Das wird eine wichtige Kompetenz sein. Also Wissen an sich, dieses Abtestwissen wird weniger Wert haben. Klar, Lernen als Teamarbeit und da kann auch die Technologie eine gute Unterstützung geben. Lernen mit Medienvielfalt, also dass Medien werden auch mehr an Bedeutung gewinnen auch. Lernen als Prozess, also dieses informales und formale Bildung werden viel stärker zueinander finden und da ist auch, also mit der Technologie kann dieser Übergang fließender gemacht werden und adaptives Lernen, das heißt, dass Technologie kann da auch uns großes Nutzen leisten,
individuelle Bedürfnisse und auch Interessen auch der Schüler zu treffen. Ja, also klar, also Technologie ist toll, aber was bleibt, ist, dass diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen Lehrer, Lehrerin und Schüler, also diese menschliche Sympathien und so, die werden nicht durch Technologie in irgendwelcher Form ersetzt werden. Ein toller Lehrer oder Lehrerin ist besser als tausende Computer, ist ja klar. Genau, und also wir sind, wie gesagt, ein Jahr alt, wir sind lernfähig, wir freuen uns auf Austausch und Feedback. Und genau, Dankeschön.